Was macht man am besten, wenn man Kufr begangen hat, aus Versehen und absichtlich? Schaut mal, eine Person macht ja zum Beispiel aus Versehen Kufr. Er sagt zum Beispiel über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, er wollte sagen sallallahu alaihi wasallam, dann sagt er zum Beispiel etwas anderes. Ich kann es nicht mal aussprechen. Ihr wisst aber, was ich meine. Aus Versehen. Das ist kein Kufr. Okay? Das wird ihm, natürlich Kufr im Urteil ist das, aber es zählt nicht für ihn als Kufr. So wie der Mann voller Freude gesagt hat, die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, er sagte, hä? Ana rabbuk wa anta abdi. Ich bin dein Herr zu Allah und du bist mein Diener. Und der Prophet s.a.w. sagte, akhta'a min shiddatil farah. Er hat einen Fehler gemacht, weil er eine übermäßige, was hatte? Freude. Das heißt, in so einem Moment, natürlich wirst du nicht zur Rechenschaft gezogen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Aber wenn man genau weiß, was man hier sagt, dann sieht die Sache anders aus. Ya dakiran ashab, kum mutadiban.